Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 14. Ja, und Esomian hier, der Gildenmeister Druiden, wird mich jetzt auf eine Reise schicken, an deren Ende ich hoffentlich ein Weißmagier werde. Wächter der Tradition, Esomian hat eine Bitte an dich. Tara, du bist zweifelsohne einer unserer besten Druiden. Ich möchte mich daher an eine sehr wichtige Angelegenheit an dich wenden. Es geht um zwei jüngere Geschwister der obersten Saatseherin Kan-e-Sena, Rayo und Ayo-un. Die beiden sind nach Immerschatten im tiefen Wald aufgebrochen. Der Gebieter des Wächterbaums wird zusehends feindlicher gegenüber jedem, der den Wald betritt. Selbst uns scheint er vergessen zu haben. Es ist daher höchste Zeit für den nächsten Besänftigungsritus. So weit, so gut. Doch wir können die beiden Saatseher nur so töricht sein, sich ohne Geleitschutz in den tiefen Wald zu wagen. Ihr Aufbruch war zudem überhastet, sodass sie noch nicht einmal alle nötigen Vorbereitungen für den Ritus treffen konnten. Natürlich besteht an ihren Fähigkeiten als Magier keine Zweifel, doch du weißt ja, wie gefährlich es im Wald der Einkehr geworden ist. Ich kann mich der Sorge um die beiden einfach nicht erwehren. Ich weiß, dass ich mir in dieser Sache vielleicht mehr herausnehme, als mir zusteht. Doch ich möchte dich dennoch bitten, nach Immerschatten zu reisen und dort nach den Rechten zu sehen. Sollten die Geschwister deine Hilfe benötigen, dann zögere bitte nicht, ihnen beizustehen. Werden wir machen. Ab nach Immerschatten. Es nimmt und nimmt kein Ende, Arun. Für jedes Monster, das wir besiegen, scheinen zwei neue aus dem Unterholz zu kriechen. Wie sollen wir so je zum Wächterbaum kommen? Ich habe es dir doch gleich gesagt, wir hätten nicht ohne Eskorte aufbrechen dürfen. Jetzt siehst du, was du von deinem überstürzten Aufbruch hast. Wir sind dieser Übermacht nicht gewachsen, uns bleibt nur der Rückzug. Wir dürfen nicht vorschnell aufgeben, Rai-O. Unsere Aufgabe ist viel zu wichtig. Das weiß ich doch, aber hast du vielleicht eine bessere Idee? Oh, wer bist du denn? Etwa einer der Druiden Esumis? Das trifft sich ausgezeichnet. Wir können hier nämlich etwas Hilfe gebrauchen. Eine Abenteurerin? Das ist unter unserer Würde, Schwester. Falscher Stolz ist jetzt fehl am Platz, Arun. Beschweren kannst du dich immer noch, wenn wir die Monster verjagt haben. So. Dann machen wir die mal platt. Kann ich die jetzt nicht angreifen? So, jetzt kann ich sie angreifen.
Geschafft! Ja, endlich! Ein Jobkristall? Aber wie ist das möglich? Er ist das Vermächtnis des großen Paljal Altora Kant. Sollte der Erhabene dich etwa erwählt haben? Ich entnehme deinen verwirrten Blick, dass du mir nicht ganz folgen kannst. Atova war es, der den letzten Besänftigungsritus durchführte. Und sein Jobkristall scheint sich als seine Nachfolgerin erwählt zu haben. Der Kristall ist die Manifestation einer geheimen Lehre, die auf Patagel seit vielen Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Der Weißmagie. Sollte dies etwa ein Zeichen von Atova Kant sein? Seit jeher wurde der Besänftigungsritus stets von drei Weißmagiern durchgeführt. Wenn du, Abenteurerin, also den Weg einer Weißmagierin einschlagen würdest? Das ist doch nicht etwa dein Ernst, oder, Raio? Die Weißmagie ist eine mächtige Kunst, die die Welt aus ihren Fugen heben kann. Die ehrenden Gesetze verbieten es, sie an jene weiterzugeben, die keine Patajal sind. So war es bisher, mein Bruder, und ich pflichte dir bei, dass Traditionen gepflegt werden sollten. Doch siehst du nur einen anderen Ausweg? Wenn wir nicht schnell handeln, wird der Gebieter seinen Zorn an viele Unschuldige entladen. Ist die Tradition dieser Opfer wert? Ich habe es dir bereits gesagt und ich wiederhole mich gerne, Schwester. Wir können den Ritus auch zu zweit bewältigen, wenn wir uns entsprechend viel Zeit nehmen. Wir haben es nicht nötig, die Hilfe einer unkultivierten Abenteurerin in Anspruch zu nehmen. Du musst ihn entschuldigen. Arun war schon immer ein unbelehrbarer Sturkopf. Eines Tages wird ihn seine Engstirnigkeit noch den Kopf kosten. Doch nun zu dir. Schwere Zeiten erfordern unkonventionelle Maßnahmen. Suche mich im Camp Seelenruhe auf. Dort werde ich dir alles weitere erklären. So, Raio Sena. Nein, das ist der Falsche. Das ist auch der Falsche. Ich möchte dich für deine Hilfe am Wächterbaum danken und mich noch einmal für die ruppige Art meines Bruders entschuldigen. Ich bin übrigens Raio Sena, einer der Pajal. Du bist vermutlich Tara, nicht wahr? Izumi hat deinen Namen schon oft erwähnt und dich stets in den höchsten Tönen gelobt. Es wäre mir wahrlich eine große Ehre, wenn auch ich deine Hilfe in Anspruch nehmen dürfte. Es geht um den Gebieter des Wächterbaums. Er ist gefangen in grenzlosen Groll. In seinem Unmut richtet er sich gegen jeden, der sein Hoheitsgebiet betritt und hetzt Horden boshafter Monster auf unbedarfte Wanderer. Du hast ja gesehen, welche Ausmaße das annehmen kann. An uns liegt es, ihn in seinen speziellen Ritus zu besänftigen. Ein Ritus, der seit alters her immer von drei Weißmagiern durchgeführt worden ist. Doch momentan können wir nur meinen Bruder und ich das Problem annehmen. Ich hatte gehofft, dass wir die Situation gewachsen wären, doch so sehr wir uns auch bemühen, wir vermochten nicht zum Wächterbaum vorzudringen. Bis du erschienst, Tara. Du standest uns bei und wurdest von Atova Kants Kristall erwählt, der im Stamm des Wächterbaums geschlummert hatte. Wenn dies nicht der Wille des großen Weißmagiers ist, was dann? Otova hat dich erwählt, seinen Nachfolger anzutreten und gemeinsam mit uns Pajal den Gebietern des Wächterbaums zu besänftigen. Otova Kant war ein ehrenhafter und überaus talentierter Weißmagier und außerdem jemand, der sich nichts vorschreiben ließ und immer seinen Weg gegangen ist. Dieser hat ihn schließlich aus dem Finsterwald geführt, eigentlich unvorstellbar für einen Druiden. Überall in Azora wirkte der große Otovan seine Heilzauber und half, wo er konnte. Leider
verschied er jedoch auf einen seiner großen Reisen, ohne einen legitimen Nachfolger zu hinterlassen. Dein Erscheinen kann daher kein Zufall sein. Da sind höhere Mächte am Werk, davon bin ich fest überzeugt. Die weiße Magie war von Anbeginn an uns Pajal vorbehalten. Sei dir deines Privilegs bewusst und verhalte dich entsprechend. Doch genug der Förmlichkeiten. Lass mich dich noch einmal in unserem Kreis willkommen heißen, Tara. Übung macht den Meister. Daher solltest du dich erst einmal mit deinen Fähigkeiten vertraut machen. Sammel Erfahrung als Weißmagierin und komme zu mir, wenn du bereit für deine erste Probe bist. Möge der Wald dich alleine schützen. Du kannst von nun an Aufträge für den Job Weißmagier annehmen. Den nächsten Auftrag erhältst du, sobald du Stufe 35 als Weißmagierin in Klammern Druide erreicht hast. Yay, abschließen. Weißmagier freigespielt. Ah, Tovakans Kraft ist auf dich übergegangen. Du hast einen neuen Slot für dein Ausrüstungsset bekommen. Und damit haben wir einen neuen Job freigeschalten. Und ich bin jetzt Weißmagierin. Und ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.